Du sagst, hab ich gesagt, red mich nicht an, hab ich Hab ich gesagt. gesagt. Red nicht mit mir, du Kachbo, ey. Aloha zusammen, willkommen zu einer Runde Kingdom Defense auf dem Weiß-Weiß-Server. Wir spielen auf der neuen Map mit Rampless. Ich entschuldige mich noch kurz dafür, dass ich ein wenig kränkerlich klinge, weil ich habe eine dicke Erkältung hinter mir. Aber in meiner Nase befindet sich noch ganz viel Rotz, ja, und Lecker. deswegen, ja, kann es sein, dass ich so ein bisschen nasal klinge. Na ja, Minecraft-Freunde, herzlich willkommen auch auf meinem Kanal. Wir spielen eine Runde Kingdom Defense im Kingdom Defense, Kingdom Defense im blauen Team. Defense. Sind im blauen Team? Ich weiß nicht, bist du auch im blauen Team? Ja, wir sind Ey, wir sind sogar in Wasser. einem Team. Kennst du noch, Ajo. Naruto sei schon Avatar, die Sendung da damals auf Nick? Ja, genau, kenne ich schon. Wir sind Wasserbändiger. Und das sind die Feuerbändiger. Du bist ein Lappen. Bist du witzig? So, such mal meinen gegnerischen König. Das ist der gegnerische. Lol, der ist schon tot, der gegnerische König. Ja? Ja, ich glaube, wir machen gleich nochmal eine Ajo, neue Alter. Aufnahme. Na, wieso denn? Ja, guck mal, wie kurz die ist. Oder wir machen Machen zwei das und. draus. Ja, genau. Wir machen für euch extra eine Bonusrunde, weil hier habt ihr ja schon hier unseren schönen Start gehabt mit dem Avatar. Spaß. Nee, ich habe die Sendung damals richtig geliebt, Alter. Ich habe Und ich hab die die. auch so oft gesuchtet, muss ich Ich schon immer, sagen. wenn ich bei meinem Vater saß, also meine Eltern sind geschieden und mein Vater hatte damals immer Satellitenfernsehen und da hatte ich das zu Hause halt noch nicht. Und dann habe ich das halt immer geguckt und dann wollte ich immer, wenn ich bei meinem Vater war, nur Fernsehen gucken und er war dann immer richtig so, nee, 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 immer guckst du Fernsehen, nee, nee, nee. Und bläh. Du sagst, hab ich gesagt, red mich nicht an, hab ich Habe ich gesagt. gesagt. Red nicht mit mir, du Kachbo, ey. Nee. Aslak! Hast du diesen Avatar Real-Film auch angesehen, der was Real-Life-Grafik hat? Ja. Den finde ich auch ganz schön nice. Also die Effekte, die Ja. hier reingebombt Schade, sind. dass es da keine Fortsetzung von gibt. Ja, das Einzige, was ich schade fand an dem Film, ist wirklich, der ging so kurz. Ja. So, der war sowas von kurz. Der Wo ich war mir, echt richtig wieso bin ich nice. jetzt gestorben? Ich habe doch mehr Schaden gemacht. Ja, der war sowas von kurz, muss ich schon sagen. Ja, der war echt nicht lang. Wo sind denn die anderen, Alter? Ja, der eine gegnerische Typi, der ist links an seiner Mauer, glaube ich, weil dort habe ich ihn angegriffen, aber ich habe ihn irgendwie nicht getötet. Genau dort, wo du hinläufst, wo ich auch hinlaufe. Hm, hier Der ist ist dann keiner. rechts reingegangen. Oh, der von oben runtergegriffen! Der von oben runtergegriffen! Ja, renn doch Nein! nicht noch weiter weg, hier bleibt doch einfach mal stehen. Kasper, Alter. Kasperle. Ja, der Kasper, ey. Aua! Da ist einer! Ja, das ist der Typ, den verfolge ich mich auch gerade. Aua, ich brenne, verdammt. Scheiße, der hat mich gekillt, Mann. Ich habe ihn getötet, endlich, Alter. Das wurde auch mal Zeit, weil der hat mir ganz schön Schaden gemacht. Er hat so lange überlebt, vor allem. Egal, ich kann in meinem Wasser baden. Der nicht, der Gegner. Wo ist denn der Letzte? Keine Ahnung. Ajo, Alter, der hängt da oben fest. Wo? Ja, da über ihren Eingang. Was ist denn das für ein Kasper? Oh, hier, frisst Dreck, Alter. Ja, was macht denn der da oben, bitte? Wie ist denn der da hochgekommen? Da! Lol. Ja! Und wir ballern ihn ab, Alter. Oh! Der Ist hat sich der selbst blöd. umgebombt. Und da! Ist der jetzt reingegangen? Scheint so. Da hinten, da hinten! Da rennt der Jude! Wo? Rennt der weg? Ich habe ihn gekillt, so. Ah ja. GG! Yay! Gut. Lobby! Mal den halben Link hier reinkopieren in meinen. Du bist Gegner, oder? Ja, ich bin Team Rot. Ja. Na, ich bin auch Team Ach Rot. Er so! läuft bei uns. Nice, Na Mann. jo, Alter, dann hol ich Wir direkt standen mal auch die gerade Treppe. ineinander. Fuck! Neu runtergefallen. So, wo ist denn ihr König? Wo ist denn ihr König? Das weiß ich noch nicht. Oh, die gehen alle auf mich. Die gehen doch nicht alle auf mich. Er läuft bei Er uns. schreibt, hi YouTube. Ey, ich bin hinter dir. Was? Oh, hoch. Ach, stimmt ja, wir sind der Team Rot. Ha, du Lappen. Hi YouTube. Hi Kevin. Hallo. Hi Kevin. Hallo. Ja, und jetzt? Jo, nein! Wie soll das denn gehen? Ach, warte, Double Jump. Ja, ich mach einfach so hier. Bam! So, au. Au! Ja, du schießt mich auch noch ab, bist du mich eigentlich verarscht? LOL! Was bist du so doof und bombst das hoch, Alter?
kommt man da nicht mehr durch? Wieso kommt man da nicht durch? Da kommt man doch immer noch durch. Nein. Doch, doch. Doch, Jui. Ich bin hier oben. Hab ich gesagt. Oh, ich bin gestorben, hab ich gesagt. Weißt du, was ich denke? Ja, ein Ghost ist hinter mir her. Weißt du, was ich denke? Wenn man die Königsrolle in einem Let's Play hat, ist es ganz schön mega langweilig. Ja, das glaube ich auch. Muss ich ja die ganze Zeit nur verstecken. Ja. Wieso will ich immer die Roten angreifen? Weiß ich nicht, weil du geistig behindert bist. Oder so. Nein, das ist nicht nett. Doch. Nee. Aua. Ah! Ah, lol. Bin gestorben. Ja, Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass die zu zweit nicht den einen Typen packen. Also lol, der eine ist unsichtbar. Scheiße. Ich finde das voll cool, dass für die Server jetzt so eigene Plugins halt so gecodet werden, weißt du? Mhm. Großes Lob an Weiß. Ja. Also der Server, der schockt echt. Oh Mann, wo ist denn der gegnerische König? Da möchte ich ein Thema ansprechen, Leute. Und zwar geht es momentan, also meiner Meinung nach, muss ich ehrlich sagen, dass diese ganzen Updates, die YouTube macht, einfach wirklich... Ich finde es nicht okay. Also ich finde die unter aller Sau. Findest du? Ja, also ich fand damals das Channel... Ja, also das finde ich auch ziemlich scheiße. Ja. Ich fand das damalige Channel-Design einfach so geil. Du hattest so viel kreativen Freiheit. Ja, ich hatte damals so geile Channel-Designs. Die sahen so geil aus. Und jetzt einfach nur noch so ein hässliches Banner, wo du nicht mehr kreativ sein kannst. Ja. Das ist wirklich, muss ich sagen, unkreativ. Google Plus in den Kram finde ich gut. Ja. Aber ich muss sagen, also das mit dem Design, das haben die verbockt. Also das ist richtig scheiße. Und ich hoffe wirklich, dass sich das irgendwann ändern wird wieder. Was ich auch noch sagen will, ist irgendwie, seitdem es aber auch Google Plus gibt und dieses YouTube One Channel Layout, sind irgendwie die Klicks so dermaßen runtergegangen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so vorkommt. Ja, weil halt, ich hatte ja so. Für die Leute, die es vielleicht auch wissen, ich hatte damals schon einen alten Kanal gehabt. Ja, das denkt man nicht, aber ist so. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte damals auch wirklich viel, viel, viel mehr Klicks als jetzt. Weil ja, sieht man das auch. Leak, Leute, weil teilweise, Leute, muss man ja auch sagen, ich möchte euch ja nicht die Schuld geben, aber ihr habt ja auch schon selber mir geschrieben, dass euer Dashboard immer rumspinnt. Das ist dann auch immer so eine Sache. Damals hat das Dashboard auch noch einwandfrei funktioniert. Und euch wurden die Videos einfach auch ordnungsgemäß angezeigt. Da könnt ihr ja nichts dafür. Aber halt, es ist halt auch, ich finde es halt richtig blöd. Oder, ja, was ich auch noch sagen möchte, ist einfach jetzt halt hier, was YouTube momentan macht mit der GEMA und die ganze Scheißrecht, dass die ihre ganzen Videos löschen. Ja, aber da kann YouTube nichts für. Das ist kein Problem von YouTube, das ist einfach nur, die GEMA will, dass YouTube richtig viel zahlt. Und wenn man wüsste, um welche Summe es geht, dann würde ich mich auch einfach querstellen, dann würde ich lieber sagen, ja, da gebe ich lieber paar tausend Dollar für so ein ordentliches Content-ID-System aus, was dann einfach die Videos rausfiltert. Das läuft dann auf dem Server, der kostet mich vielleicht 200, 300 Dollar am Tag. Ich meine, die machen das tausendfache mindestens. Und das ist einfacher, als da jeden Tag paar hunderttausend oder tausend an die GEMA zu zahlen. Nur wegen Deutschland. Wäre es weltweit, würden sie sich's vielleicht überlegen. Aber für Deutschland würde ich das nicht machen. Ja, unser König ist doch lebensmüde. Er läuft raus. Ja, stimmt. Hab mich auch gerade gefragt, was macht der hier? Lol. Dem wurde wohl zu langweilig. Ja, weil ich finde es halt wirklich krass, weißt? Vor allem die großen YouTuber, die ja die ganze Zeit solche Musik im Hintergrund verwenden oder irgendwelche Inhalte, die ja jetzt gesperrt wurden. Ich sage, unser König ist tot. Ja? Aber der von den Blauen auch, ja. Ja. Ich sage auch bezüglich PewDiePie, wie viel wurden von ihm gelöscht, wie viele Videos? Weiß ich nicht, wurden welche gelöscht von ihm? Aber wie, Alter? Oh. Ich weiß nicht, wie viele. Ich möchte keine Gerüchte irgendwie in die Welt setzen. Ich denke, über 100 auf jeden Fall. Oh, wenn man bedenkt, er lädt am Tag 3-4 Videos hoch, ne? Und ich frage mich ja wirklich, warum die einfach dann gelöscht wurden oder gesperrt wurden. Ich meine, der hat sich auch schon selber in einem Video dazu geäußert, wenn ich mich nicht irre. Aber ich glaube schon. Und ja, dass man da sich dann halt doch trotz allem nicht überlegt, also die GEMA diesbezüglich. Außerdem soll jetzt irgendwie bald ein neues Monetarisierungssystem angeschaffen werden. Ja. Aber mehr dazu vielleicht mal in einer anderen Folge, Leute. Wir sehen uns irgendwann. Genau, wir sehen uns. Ciao.